Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Wie ihr sehen könnt, also an der Maske, spielen wir, ja, also spiele ich jetzt das Spiel The Legend of Zelda Majora's Mask. Ich habe auch schon eine Datei angelegt, damit wir direkt anfangen können. So, dann geht's mal los. Im Lande Hyrule vernimmt man allerorts eine Legende. Die königliche Familie selbst hütet sie wie einen Schatz. Diese Legende erzählt die Geschichte eines Jungen. Eines Jungen, der das Böse besiegte, dem Land den Frieden brachte und so in den Menschen, in den Herzen der Menschen für immer einen Platz fand. Doch eines Tages verließ er das Land, welches ihn selbst zur Legende werden ließ. Vorbei waren die Kämpfe, welche selbst die Grenzen der Zeit überwanden, so brach er zu einer neuen Reise auf. Zu einer Reise, die nur ihn betraf und von der keine Seele erfahren sollte. Zu einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund. Als sein heroisches Schicksal erfüllt war und er seinen Platz inmitten der Legenden einnahm, trennten sich ihre Wege. Und da hört man schon eine Fee. Da kommt das epischste Intro aller Zelda-Spiele, finde ich persönlich. Aber da ist Link. Und da haben wir zwei Feen. Die scheinen irgendwas zu planen. Aber wir werden es ja gleich sehen. Ach ja, nimmt es mir nicht übel, wenn ich ein bisschen schneller rede. Das ist so meine Angewohnheit. Und ich versuche, meine Zunge im Zaum zu halten. Ich versuche langsam auszusprechen. Und da kommen die Feen und ich wusste doch, dass sie irgendwas vorhaben. Sie schmeißen den Link vom Pferd. Und da ist Majora's Mask mit seinem Träger. Den Hawkit. Ah, zu ihm gehören die zwei Feen, also. Hehe, das war gut, ihr Feen. Ich frage mich, ob er wohl etwas von Wert bei sich trägt. Huch, dieser Kerl, ich kenne ihn. Nun, das soll mich aber nicht weiter stören. Kommt angewatschelt. Sieht irgendwie lustig aus, wenn er geht, finde ich. So breitbeinig. Jetzt tritt er Link, das finde ich voll fies. Der ist ohnmächtig und er tritt ihn einfach. Und jetzt begrapscht er ihn. Das finde ich gar nicht nett. Und er sucht sich natürlich die Ocarina der Zeit aus. Oh, was für eine hübsche Ocarina. Hey, Hawkit, lass mich auch mal. Ich will sie sehen. Das geht nicht, Teil. Stell dir nur vor, sie fiele dir aus den Händen und würde zerbrechen. Du darfst sie nicht berühren, auf keinen Fall. Oh, aber Schwester, warum nicht? Warum ich nicht auch? Und Link wacht auf. Warnsignal und. Na, da ist nichts hinter deinem Rücken, wir haben nichts gesehen, du hältst nicht zufällig mit einer Ocarina in der Hand, aber egal. Aber ein geiler Sprung, das müssen wir hier lassen. Und ein Hechtsprung von Link hinterher. Die Szene finde ich cool. Naja, es kann manchmal sein, dass irgendwie Ruckler im Ton oder Bild sind. Ich bin noch ziemlich am Anfang und ich versuche noch die größten Fehler auszumerzen. Außerdem, ich spiele das Spiel, weil es einfach mein absolutes Lieblings-Zelda ist. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so ein gutes Zelda gesehen, zumindest. Also, das ist bei mir der eindeutige Platz 1. Sehr neblig. Und endlich dürfen wir selber spielen. Sagen wir gleich ein paar. Pflanzen, Rosinen, was Rubine, noch mehr Rubine, 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 noch mehr Rubine. Ah, gut, geht auch.
Gott, ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt. Es ist, glaube ich, jetzt ungefähr 2 bis 3 Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt hat. Das letzte Mal durch dieses Abenteuer geleitet habe und da sind auch die Probleme. Inspiriert hat mich dann, zum Let's Play hat mich der Blackie720. Und solltet ihr euch auch mal ansehen, der ist richtig gut. Der hat es geschafft, mich zu dem hier zu bewegen. Der war der erste, der sich einfach den für ein paar Let's Plays angeschaut habe. Und danach habe ich mir gedacht, ja, Moritz, sowas kannst du auch mal machen. Das ist echt ziemlich cool. Ach, da ist der auf. Hey. Das war ja cool, das ist so. Stunts, ein bisschen athletisch springen und so. Wow, ein Loch. Wow. Und komische Muster. Und dann haben halt auch die Ocarina abgebildet und einige Masken, die in dem Spiel vorkommen werden. Aber das werdet ihr noch sehen im Laufe des Let's Plays. Und eine unsanfte Landung auf einer Dekoblume. Ich hör mich gerade, wo diese Scheinwerfer herkommen. Ah. Was ist bloß mit deinem dämlichen Esel los? Er gehorcht keiner meiner Befehle. So ein blödes Vieh bringt keinen Nutzen. Ich habe dir die Bürde abgenommen, es loszuwerden. Oh, Buhu. Warum das traurige Gesicht? Ich dachte mir, ich könnte ein bisschen mit dir spielen. Oh, komm schon. Glaubst du etwa, du könntest in dieser Form gegen mich antreten? Na. Es sieht irgendwie so mies aus, dieser Schleier sieht irgendwie so aus. Und Link hat erkrampft und jetzt haben wir den dämlichen Schnitt wieder im Bild. Der ist immer da. So Cutscenes, also Zwischenszenen ist der immer da. Und wie gesagt, ich entschuldige mich, wenn zwischendrin so Ruckler drin sind. Das versuche ich noch auszumerzen. Und lauter Dekus. Da will. Gottes Willen, das ist viele. Ja, da würde ich auch rennen an seiner Stelle. Ganz ehrlich, das fehlen mir auch zu viele. Und dann noch dieser Mega-Deku, der hinter ihm herläuft. Schon ziemlich krass. Und jetzt, da steht Deku-Link. Nein! Das hängt schon wieder. Nervt. Auf uns auszumachen, das ist mies. Hehe, dieses Gesicht steht dir viel besser. Du bleibst nun hier und musst für immer so aussehen. Die Tür öffnet sich wie von Geisterhaft. Auch sehr interessant. Das werden wir auch noch geschlagen, das ist mies. So. Bam. Und dann werden wir auch noch angeknallt, wie nett. Gehört sich aber nicht für eine Dame. Schwester! Schwester? Nee, Schwester, Entschuldigung. Hey, Horror-Kid, warte auf mich, ich bin noch hier. Teil, du kannst nicht ohne mich fort. Das bringt nichts. Warum fliegst du gegen eine Tür bzw. Wand? Du! Wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht von meinem Bruder getrennt worden. Nun sitz hier nicht rum, Deku-Junge. Tu etwas. Was starrst du mich so an? Habe ich irgendwas im Gesicht? Welches Gesicht? Hör auf, mich anzustarren. Öffne diese blöde Tür. Bitte, komm schon. Ein hilfloses kleines Mädchen bittet dich. Also beeil dich gefälligst. Diese Erstimmung... Oh. Oh, Teil. Ich hoffe nur, dass dem Kleinen nichts zustößt. Die Stimmungsschwankungen von böse, aggressiv, greift blind zu hilfloses Mädchen passt nicht, ne? Ich nicht dafür. Oh, du bist krass, das mag ich nicht. Das ist doof.
Und dann tun wir immer trotzdem den Gefallen und öffnen die Tür. Watschel, watschel, watschel. Hey, warte auf mich. Lass mich nicht zurück. Also, was da vorhin geschehen ist. Ich, entschuldige mich. Also nimm mich bitte mit. Du willst doch mehr über dieses Horror-Kit in Erfahrung bringen. Nun, vielleicht weiß ich ja, wo es sich aufhalten könnte. Nimm mich mit dir und ich helfe dir bei der Suche. Abgemacht? Bitte. Gut, dann ist es abgemacht. Ich werde aber nur so lange bei dir bleiben, bis wir das Horror-Kit gefunden haben. Mein Name ist Taya. Also, nett dich kennenzulernen. Oder auch nicht. Nachdem wir das nun abgeklärt haben, können wir uns nun endlich in Bewegung setzen? Wenn ich auf etwas zufliege, drücke, Pfeil nach oben, und ich gebe dir wichtige Informationen. Hoffentlich kommst du bis dahin klar. Ja, also, das hat er, wie es aussieht, nicht so ganz verstanden. Aber, ich hab's verstanden. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich liebe dieses blöde Gras. Wow, gleich. Jetzt schon 40 Rubine, das ist echt nicht schlecht. Ich werde jetzt Taya nicht rufen, weil ich schon längst weiß, wie das geht. Ich brauche keine Einweisung mehr. So, und jetzt hier und runter. Oh Gott, das Bimmel nervt. Das kriegt man so schnell nicht aus dem Ohr, finde ich. Ja, Tür zu. Und natürlich geht er, sodass wir nicht wieder zurückkommen werden. Und jetzt hängt es schon wieder. Nervig. Wie gesagt, ich arbeite noch an den Einstellungen für das Ganze. Es tut mir echt leid, dass es so ein bisschen hackelig ist. Jetzt nehmen wir auch die Kiste. Und unsere erste Kiste und das sind Dekunüsse. Irgendwann sind ein Stück, glaube ich, sind da drin. Ah ja, nur zum Beispiel, das sind ja nicht für die hauptsächlichen Texte vor. Also sowas werde ich nicht vorlesen, weil das einfach nicht für den, für Story jetzt so wichtig ist. Das kann ja jeder durchlesen, wer will. Aber ich werde es nicht vorlesen. Ich habe mir jetzt angewohnt, immer da schön hinten hinzufliegen. Wenn ich das nicht tue, dann falle ich nämlich runter. Nein! Verdammt! Boah, knapp. Ich habe schon gedacht, ich fliege jetzt hier runter. Und ich höre gerade, mein Computer arbeitet extrem stark. Deswegen wird das wahrscheinlich auch so lecken. Ich hoffe, bei den nächsten Videos geht es besser. Genau drauf. Hey du! Mach schon, drück Z und sprich gefälligst mit mir. Entschuldigung wegen dem Lesefehler. Na also, siehst du? Mit ein wenig gutem Willen geht alles. Ich fliege zu. Fliege ich zu einer Person oder einem speziellen Objekt, drücke Z, um sie anzusehen. Du kannst mit allen Leuten sprechen. Setze die Zielerfassung ein, um um auch mit Leuten zu sprechen, die weiter entfernt sind. Befindet sich niemand in der Nähe, drücke Z, um geradeaus zu blicken. Das ist genug für den Anfang. Komm zu diesem Baum und sieh ihn dir an. Okay. Lass mich dich setzen. Ich komm schon. Da bin ich schon. Ich sehe ihn mir an. Ansehen. Eigenartig. Auf irgendeine Art und Weise siehst du diesen Baum sehr ähnlich. Er sieht sehr düster und traurig aus, als würde er jede Sekunde zu weinen beginnen. Wie traurig. Ja, schon, aber danke, dass du mich mit dir vergleichst. Finde ich sehr höflich von dir. Wobei ich auch ungefähr so aussehe. Okay, das war jetzt mein erster Part. Und ich werde ihn jetzt erstmal beenden. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.